Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer hier auf der Tribüne und liebe Zuschauer zu Hause. Der Topf für die Kulturförderung in NRW hat sich seit dem letzten Haushalt nicht sehr stark verändert. Das ist im Hinblick auf die Sparzwänge gut, aber auf der anderen Seite auch natürlich etwas schade, denn hier ist schon relativ viel Potenzial, was nicht abgeschöpft ist. Und ich sage nach wie vor, wie ich es auch in der letzten Haushaltsrede gesagt habe, dass Leuchttürme in Lichternetze umgewandelt werden müssen, damit eben mehr Menschen an Kultur teilhaben können. Ein schönes Beispiel ist hier der Hochsauerlandkreis. Seit Juni 2013 arbeiten die Städte Schmallenberg und Bad Berleburg im Modellprojekt Kulturentwicklungsplanung im ländlichen Raum von nun an zusammen. Die kulturelle Infrastruktur vor Ort wird im Rahmen dieses Projektes nicht nur erhoben, sie wird auch strategisch weiterentwickelt. Die maßgebliche Förderung kommt aus Ihrem Ministerium, Frau Schäfer. Vernetzung ist hier ein Zauberwort. Und auch die Vernetzung im digitalen Bereich. Und was das Digitale betrifft, möchte ich auch ein paar Worte zum Archivwesen verlieren. Der Ansatz für das Landesarchiv NRW, wenn man mal die Kosten für den leider unvermeidlichen Umzug nach Duisburg und die damit verbundenen Mietkosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb außen vor lässt, relativ stabil geblieben sind, das erscheint schon mal positiv. Immerhin wird hier das Landesarchiv nicht völlig kaputt gespart. Aber schaut man mal ins Detail und rechnet kurz nach, bekommt man schon Fragezeichen in den Augen. Denn aus dem Etat des Landesarchivs sind 178.000 Euro für die digitale Archivierung vorgesehen. Die, und das erklärte man uns im Berichterstattergespräch zum Einzelplan 07, als Eigenanteil direkt in den Topf des berühmten Projekts Digitales Archiv NRW wandern. Das bedeutet, dass zum einen das Landesarchiv NRW seine digitale Archivierung nur noch ausschließlich innerhalb des digitalen Archivs NRW durchführen kann und dass für das gesamte Projekt Digitales Archiv NRW insgesamt nur knapp 1 Million Euro, also die 800.000 aus dem Topf Digitale Archivierung plus die 178.000 aus dem Landesarchiv bereitstellen. Sie wissen dann natürlich auch, dass das Landesarchiv NRW hiernach komplett abhängig ist von dem Erfolg des digitalen Archivs NRW. Und genau dort hat es in den letzten Jahren ziemlich gehapert. Und bis zum heutigen Zeitpunkt konnte uns kein vernünftiges Betriebskonzept vorgelegt werden, Frau Ministerin. Und das ist natürlich schade. Und wenn ich dann halt auch noch mal kurz überschlage, wie viele Institutionen sich rein theoretisch am Projekt beteiligen könnten, allein die 400 Kommunalarchive, dann bleiben pro beteiligter Institution gerade einmal 2.500 Euro für die digitale Langzeitarchivierung übrig. 2.500 Euro für unser digitales Kulturerbe und für die Archivierung. Da kommt man einfach nicht weit. Und das Einzige, worauf man dann zählen kann, ist halt wirklich den hohen Eigenanteil der vielen, vielen unglaublich reichen Kommunen NRW. Sie merken meine Ironie, die gibt es nicht. Also ich weiß nicht, wie wir das finanzieren sollen. Das skaliert einfach nicht. Ich sehe da tatsächlich schwarz. Und das passt leider auch ganz gut zu der derzeit schwarz gefärbten Bild in der digitalen Entwicklung in Deutschland und in Europa. Denn wir fallen da tatsächlich zurück. Zurück hinter bürokratische Hürden, zurück hinter diffusen Ängsten, zum Beispiel im Urheberrecht. Und die Welt zieht ohne uns weiter. Und da müssen wir mehr Mut haben, da nach vorne zu arbeiten. Wir könnten die Entwicklung viel lieber nach vorne bringen und nach hoffentlich baldiger Vorlage eines Betriebskonzeptes eine Anhörung zum digitalen Archiv NRW anberaumen, denn da kommen Probleme auf uns zu, über die wir ganz dringend reden müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege, für die Landesregierung.